Einiger Spruch. Juck, das mal an. Und dann hat die da Smoker schon angezündet. Ja, der war so ein Lügen. Ist da schon voll im Schuss. Warte, nicht lange. Der Propeller, der nicht drauf hat, hat einen Meter Durchmesser. Also unheimlich leistungsfähiger Motor. Flugzeug ist 1936 konstruiert worden. Hat dann das Modell selber konstruiert. Komplett in Holz gebaut. Motorhauben eine Form gemacht. Das GFK-Teil, Radschuhe. Und wir sehen, wie er die Maschine beherrscht in allen Fluglagen. Zum Wald, wo ich fast nie geflogen worden ist. Ein Aussenlooping von oben. Da haben sie die Piloten, die Oldtimer-Piloten. Schauen Sie das an, er hat die nötige Leistung, dass er wieder dort durchkommt, wo er gestartet ist. Sie haben 250 Meter Durchmesser, hat er das jetzt da super geflogen. Jetzt Frille, fast Flachfrille. Und wieder ausgedreht. Und er hat also die deutsche Luftfahrtzulassung für die Maschine. Natürlich fantastisch mit dem Sternmotor. Und in Amerika die Air Race, die da geflogen worden sind, sind mit dieser Maschine bestritten worden. Es sind 5-6 so Flugzeuge, die dann, da haben sie, hat man gestern gesagt, um 8 Pfeiler rum. Fliegen. Und in den USA, in Reno, früher haben sie auch an anderen Orten noch so ein Air Race. Und wir sehen, der Otto liebt die Piste in Haus, er kommt immer näher. Und jetzt kommt das große Holz voran. Jetzt kommt der 4.0, wo er uns zeigt. Somit zeigt er, dass er auch ein exzellenter Kunstflugpilot ist, obwohl das Flugzeug nicht unbedingt für Kunstflug entwickelt worden ist, aber mit dem Power, den sie hat, mit dieser Konfiguration, der langen Rumpf und Profilwahl, die er gemacht hat, ist das ideal, so Kunstflugfiguren zu fliegen. Die Glissade, die Pilot über die Piste macht, ist früher noch ein Kontrollflugsystem, dass sie einfach Piste hatten. Beschaffenheit gesehen. Auf dieser Asphaltpiste braucht es das nicht. Er winkt ihnen auf den Rücken, auf Wiedersehen und wird dann nachher zur Landung kommen. Er hat übrigens die Chance gehabt, in Dubai an einem ganz tollen Air-Meet zu fliegen mit dieser Maschine. Und er hat gesagt, im Haus, wo er das erste Mal geflogen ist, sind die Leute dann aufmerksam geworden auf ihn. Und hat dann durch das können die Tunnel fliegen, ist dann eingeladen worden von dieser Hotelkette, die das organisiert hat, also von diesen Sponsoren. Jetzt sind wir präzise erlandet, er hat das fantastisch im Griff. Absolute Superlandung, viel noch kann man das gar nicht machen.